Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play No Man's Sky mit eurem Bärchen. So, ich habe die Mausbelegung umgeändert, aber es hat nicht funktioniert. Ich kann nichts wegwerfen. Ich bin jetzt mal auf Gamepad zurückgegangen. Was heißt zurückgegangen? Ich habe ja noch nie Reisemeilensteine erreicht. Was anderes gemacht. Oh, ich versuche mal was anderes. Vielleicht funktioniert ja dieser Trick auch. Interagieren möchte ich noch nicht hier. Und ja, falls euch wundert, warum ich nicht oben auf der Raumstation bin, sondern hier unten auf unserem Planeten. Ja, ich wollte mal ein bisschen rumexperimentieren. Ich finde das gerade witzig, hier taucht ein Raumschiff nacheinander auf. Und ich weiß nicht, hier links zum Beispiel. Das sieht nach einem Spieler. Ne, das ist meins, glaube ich, ne? Genau, das ist meins. Aber hier zum Beispiel gelehrte Entität. Also ich versuche es jetzt mal so zu machen. Immer wenn ich was wegwerfen möchte, wechsle ich auf Controller. Ah, okay. Okay. Ab zurück. Weil ich möchte dieses Spiel, ehrlich gesagt, mit Maus. Ich finde es so komisch, dass ich, vielleicht weiß das ja jemand von euch. Ich habe die Rocket Count XTD. Und ich habe über dem Rädchen habe ich eine Taste, die ich auch frei belegen kann. Es ist jetzt so, ich habe sie jetzt so belegt, dass da eigentlich eine Aufnahmestopp-Funktion ist im Teamspeak. Also sprich, ich benötige sie. Hat jemand vielleicht eine Idee? Nichts gefunden, das ist schade. Wie? Oh, Inventar voll. Nein, das war. Hat jemand... Das kann ich ja alles mal verkaufen, ne? Ne, also hier. Ihr seht ja, hier ausrangieren. Zerstöre nicht benötigte Ressourcen. Okay. Jetzt drücke ich hier drauf. Aber ich kann es nicht ausrangieren. Oder kann ich es nicht ausrangieren, weil ich es benötige. Kann das sein? Ist das der Grund? Hat jemand da vielleicht eine Idee? Ich gehe jetzt mal auf Schiff. So. Ne, also, ich habe echt keine Ahnung. Ich kann es nicht. Also, mache ich es dann komischerweise mit Maus, ne? Sag ich jetzt mal. Ich gehe jetzt hier, ich bin jetzt auf Maus. Ne, dann, und ich drücke jetzt hier drauf. Tada, kann ich es machen. Ich weiß nicht warum. Ich kann es machen. Also so. Also werde ich es jetzt erstmal ein bisschen umständlich machen. Ich bin froh, dass es überhaupt machbar ist, dass ich so switchen kann. Das ist richtig nice. Also wirklich Hut ab. Was heißt Hut ab? Also danke, Programmierer, dass ihr das auch so integriert habt, dass ich das wirklich machen kann. Ich finde diese Raumstation cool. Also Ronja, ne, wird so langsam zu einem richtig schönen Planeten, würde ich sagen. So, dann interagieren wir mal mit dir. Ich möchte mal ein bisschen was verticken. Aber vielleicht habt ihr ja Titan nicht, aber das hier, das weiß ich nicht. Plutonium brauchen wir. Kohlenstoff brauchen wir auch. Ich habe aber einen Haufen Eisen, ne? Ah, Raumschiffinventar, schön. Ja, tschüss. Behalte ich Schildsplitter, behalte ich lieber auch. Hedrium, Platin, behalte ich auch. Eisen. Tschüss. Mehr habe ich nicht. Gut. Jetzt habe ich ja... jetzt gehe ich mal in meinen Anzug rein. Und zwar möchte ich... Das kann ich ja noch Dings... Ne, das ist mein Raumschiff, Entschuldigung. Dich möchte ich gerne jetzt... das geht nicht, schade. Rüber, du bist voll. Also auch rüber. Ihr noch nicht. Okay, gut. Kohlenstoff. Okay. So, dann wollen wir mal weiter. Wir müssen ja looten. Ich lasse mein Raumschiff mal hier. Ich lasse das ja mal hier noch etwas am Parken. Wie komme ich denn hier runter?
Reisemeilenstein. Na, bin ich wieder 100.000 Füße gelaufen? Neues Geschäft. Naja, super, das ist noch kein Meilenstein. Gibt's hier auch einen Weg hier runter oder geht das nur mit Raumschiff? Weil die nächste Frage ist, komme ich... Oh, es wird dunkel. Na, ich muss echt mit Raumschiff fliegen. Ich wollte dich doch jetzt hier lassen. Ah, guck mal, was ist hier? Plutonium. Nichts gesundheit doch machen. Das ist doch mal was. Ich will... Ja, ich habe jetzt Angst, dass ich hier nicht... Komme ich denn rauf? Weil das sieht interessant aus, was da oben ist. Also dieser Planet ist wirklich... Ich gucke natürlich auch, dass wir es nochmal zu unserem ersten Planeten schaffen. Nee, da komme ich nicht rauf. Und ich komme auch nicht wirklich runter. Ne? Also ihr seht ja auch keine Treppe hier irgendwo, ne? Nö. Und da ich nicht weiß, wie hoch ich komme. Okay. Oh! Ah! Juxi, du siehst, ich kriege auch Fallschaden. Und das nicht gerade wenig. So, also. Atlas Pass. Gut, also, das geht. Dann wollen wir mal Ritzotzen sammeln. So. Oh, außer Puste. Hehehe. Wenn ihr dieses Let's Play ja momentan guckt, ne, das ist ja genau, Moment, ich glaube, ich muss wechseln, ne? Ja. Und? Nee, sehe ich nicht. Aber es kann auch sein, weil ich einfach nicht da bin, wo ich hin wollte. Egal. Dü. Obduktionium, das ist sehr gut. Ich war nichts. Ich habe nichts gemacht, wirklich nicht. Nein. Ich schwöre, ich war nichts. Ach, mal Plutonium. Habe ich das eigentlich schon gescannt? Ja, scheint so. Also mein Ziel ist es, ehrlich gesagt, auch wieder in unsere erste Galaxie zurück. Oh, geil, noch mehr Pluton. Was ist das? Aluminium. Oder geht's? Plutonium, Eisen, nein. Obwohl man das eigentlich gut verkaufen... Was war? Nee, ach, das ist ja... Es ist... Ich finde das so schön einfach hier. Alles schön mitnehmen. Also wie gesagt, ich bin momentan ja auch auf der Gamescom. Ich habe ja natürlich dieses Let's Play angefangen, genau, in der Gamescom-Woche. Keine Ahnung, wer das war. Echt nicht. Wirklich nicht. Ja, hast du das nicht gesehen? Ey, ist schon wieder weg. Ich finde das cool mit dieser Raumstation, die da ist. Hopp. Ehrlich jetzt, ich war das wirklich nicht. Nein. Dachofficer. Ja,
Nee, ich hab's auch nicht gesehen. Nee. Wirklich nicht. Tut mir echt leid. Also, ich kam hier gerade an. Na, ja. Ja. Ja, ja, ja. Oh. Ja, dann gehen wir doch mal raus. Ja, das ist doch kein Thema. Gehen wir mal rein in unser Menü. Dich möchte ich gerne übertragen. Ich auch. Plutonium ist voll. Plutonium ist voll. Aluminium ist noch nicht voll. Plutonium ist voll. Okay. Ist ja nicht schlimm. Konnte ich hier bauen? Genau, hier kann ich was bauen. Aber... So, hier ist Energie. Hier ist Energie weg. Deflektorschild. Oh, der ist auf 100%. Photonkanonen, Waffen. Okay. Hyperantrieb. Warpzelle. Wie kann man denn eine Warpzelle... Nein. Okay, Exo. Ich möchte gerne eine Warpzelle. Was ist das? Eine Warpzelle herstellen. Da brauche ich Tamium und Antimaterie. Okay, dann gucken wir mal, ob wir Tamium finden. Wie sah denn Tamium nochmal auch? Haben wir nicht hier? Das ist das Multi-Ex. Nein, hier war das, ne? System Beorn, Planet Ronja. Oh, habe ich noch nicht hochgeladen. Ach, eh hochladen. So. Ich habe vor, ich weiß nicht, ob ich es schon letztes Mal gesagt habe, aber ich möchte gerne hier die Tierwelt gerne nach, wenn ihr Vorschläge habt, nach irgendjemandem benennen, entweder nach euch oder nach irgendwas anderem, was euch so gerade einfällt. Auf jeden Fall, die, dass die ganzen Pflanzen und möchte ich jetzt nicht machen. Auch die schicke ich auch mal so hoch. Das ist auch okay. Dann kann ich mal rausgehen. So. Hier habe ich ja ne, schon benannt. Und zwar Town Town heißt das Ding. Das ist ganz witzig, finde ich hier. Das ist cool, das Ding. Das hat ja schon Namen. Rudolf, ne? Musste sein, ne? Also wenn ihr Ideen habt, wie ich die Tiere oder so benennen könnt, einfach hinschreiben. Schreibt es unter die Kommentare. Und ich bin gespannt, welche Namen euch einfallen. Und sagt mir bitte, welches Tier das ist. Also ne, hier habt ihr jetzt oben den Originalnamen. Ne? Gut, dann gehen wir mal auf Ronja drauf. Hopp. Da haben wir die hier. Das ist schon cool, das Viech. Gut, dann wollen wir jetzt mal nach Tanium suchen. Haben wir hier Fragezeichen eigentlich? Geht's da hoch? Das wäre jetzt so lustig, wenn ich da jetzt so hochkommen würde. Ich würde gerne ein Fragezeichen haben. Gut. Erstmal hier. Oh. Gar nicht mal so leicht. Jetpack aufgebaut, aufladen, das Jetpack warten. Okay, und alle. Ja. Jetzt warten wir natürlich wieder. Ich nehme das Raumschiff, das geht einfach schneller mit dem Raumschiff. Ich habe auch vor Ronja komplett... so. Oh, kann ich was verkaufen? Aus Inventar. War das beim letzten Mal auch so? Ich weiß es nicht. Exo. Okay, gut. Inventar vom Raumschiff.
Faszinierende Perle. Kann ich eigentlich jetzt mal gegen zum galaktischen Energie Igel? Steht da echt ein Igel? Energie Gel, achso. Energiekanister, interstabiles Plasma, Suspensionsflüssigkeit, Mikrodurchgewebe, Elektronendampf, Magmox, Omegon, Emeril, okay. Raus, raus, danke dir. Dann schauen wir uns mal ein bisschen hier um. Also, ich muss jetzt leider mit dem... ist ein bisschen doof, muss ich sagen. Aber wie gesagt, vielleicht habt ihr eine... echt jetzt Reisemeilenstein. Ob ich Geld verdient habe, na super. So, fliegen wir mal dahin. Was habe ich beim letzten Mal getestet, ne? Das geht nicht, ne? Nee. Die ist unzerstörbar. Ich düse jetzt mal dahin. Vielleicht haben wir auch Glück, dass wir da Tanium finden. Oh, hier ist eine Basis. War ich hier nicht schon? Nee, 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 nee. Oh, 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 es ruckelt. Oh, oh, oh. Was ist das da? Ich glaube, man kann übrigens nicht abstürzen. Ich finde das immer noch so genial, was man hier machen kann. Gut, dann sage ich mal, das ist meins. Wo ist... Hab ich nicht toll geparkt, na super. Ich hab so toll geparkt. Wo ist denn hier der? Da ist er. Hopp. Tada, Speicherpunkt. Ein Atlaspass! Achso. Nee, ich dachte, ich hab... Oh, wiegt euch. Was kann ich damit machen? Keine Ahnung. Ich dachte wirklich, ich hab einen Atlaspass, aber nö. Hallo? Neue Technologie entdecken. Nachladebeschleuniger. Schön. Eisen und Zink dafür. Ich muss das auch mal alles looten. Ne, das brauche ich nicht. Enzyklopädie. Oh Gott. Du hast den Korvax Wort für Warnung gelernt. Halleluja. Ich dachte schon, wir haben jetzt hier, wer weiß, was zu lesen. Oh, ein Gerät. Gesundheit auf Maximum. Schade. Aber cool. Ich bewege mich. Auch nicht schlecht. Gut. Tanium. Huh. Wo hat man denn nochmal Tanium gefunden? Kohlenstoff, Kohlenstoff. Ob da Wasserlebewesen gibt, das wäre doch richtig nice, oder? So, schauen wir mal weiter. Eisen. Tag, Officer. Ja, alles ist okay. Ich schaue mich nur mal um. Ich bin Forscher. Und ich bin ganz forscht beim Forschen. Mann, wie viel gibt's denn noch von euch? Eisen. Oh, shit, 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 shit. Was bist du? Zink. Zink ist okay, nehme ich mit, danke. Habe ich den Zink schon? Ah, ich glaube, die habe ich schon. Kohlenstoff. Ah, ist das Gold? Ah, cool, Kisten. Schön, 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 schön. Nehme ich mit. Nehme ich nochmal mit.
Gamescom, wie gesagt, ich war schon am ersten Tag, aber dazu gibt es alles noch eine faszinierende Perle. Noch alles so. Ey, wo bist du? Die Glora Apität. Na, vorsichtig. Komm mit, vorsichtig. Du siehst ja lustig aus. Kann ich dich... Warte doch mal. Ja! Du bist so süß! Oh, du bist so... Der ist so süß. Machst du da Kacke? Ja, egal. Ja. Ja, Mai. Ach, bist du süß. Ja, ich lasse dich doch in Ruhe. Aber ist da unten. Ich sollte nicht zu weit vom Raumschiff entfernen. Scannen. Ah, es ist ein Fels. Das ist Zink. Auch nicht Titanium. Ja gut, es muss auch überhaupt hier auf dem Planeten zu finden sein, ne? Titanium, das ist es ja auch noch. Aber das ist nicht... Okay, okay, okay. Ich versuch dich mal. Okay, ich hab noch ein Viech. Neu entdeckt hinter Philaturapi, ja, oder wie auch immer. Ich nehme dich auch nochmal mit. Ja, ist doch gut, okay. Den Dolch bringen wir mal rüber. Hopp. Hopp. Tag, Officer. Ja. Ich hab's auch gesehen. Hier ist so ein komischer Kauz entlang gelaufen. Hier tun wir ein Schiff. Da ist mein Schiff. Ja, ich weiß nicht, wie das Schiff. Was ist das hier? Kohlenstoff. Flora. Gesundheit. Aber ich glaube, Gesundheit habe ich schon. Ja, ich würde gerne, aber ich brauche den Überbrückungsschiff. Eisen. Moment mal, habe ich nicht hier irgendwie Multiwerkzeug? Was ist das denn hier? Strahlenintensiv Sigma Bergbaustrahl begleitend. Okay. Granatenantrieb. Plasmawerfer Begleiteinheit. Plasmawerfergranaten verfügen eine hohe Geschwindigkeit. Das Gerät führt zu schnellerem Deformationsergebnis und schnellerem Ausschalten von Lebensformen auf oder in der Nähe von. Aha, funktioniert automatisch nach dem Bau im Multiwerkzeuginventar des Nutzers. Okay. Was haben wir hier? Der Bergbaustrahllaser wird verstärkt, um die Zerstörung des Terrains zu beschleunigen. Automatisch, okay. Nachladebeschleuniger, okay. Das ist ein Blitzwerfer, okay. Strahlenfokus sieht man schnellere Bergbauprozesse bei Ressourcen-Scan. Da fehlt mir ehrlich gesagt 20 Eisen. Habe ich hier nicht Eisen stehen gehabt? Da, 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 da. 20. Da, da, danke. So, dann würde ich mir sagen, ne? Bleibst du?
Das ist geil. Wetten? Jetzt kann ich zerlegen? Nein. Ja, das reicht noch. Okay, das heißt also, ich kann jetzt mehr machen. Ich habe echt so doll geparkt. Ich habe sowas von geparkt. Geil. Ich sehe gerade auf die Uhr, es ist eigentlich schon wieder soweit, aber ganz ehrlich, nö. Oh, 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 oh. Aber ist nicht schlimm. Habe ich nicht irgendwo was noch gesehen? Was ist das? Das sieht ja lustig aus. Das nehmen wir noch mit. Ich habe einen Wald entdeckt. Was ist das? Also erstmal hier, da, ne, das Ding da mit ist gleich. Der da mir angucken, Fragezeichen. Okay, kann ich da rein? Kann ich das öffnen? Kann ich dann... Reise mal in Steinerreich. Juhu, oh hey. Was habe ich denn jetzt? Bummler, 10.000 Füße genommen. Na, das... Ja. Da kann ich nicht interagieren, schade. Hier komme ich auch nicht rein. Nee, ne? Schade, schade, schade. Huch, hier ist ja einer. Jo, hi. Na, wie geht's, Kumpel? Also, Tutti... Biotop-Kohlenstoff, kann ich nicht scannen. Nö. Oh, das ist eine Kiste, Kiste, Kiste. Plutonium. Oh, tschüss, ne? Ich park ja, ne? Das ist Wahnsinn. Ja, ist okay. Ich muss ja tanken. Tamio. Da links ist noch was. Ah, Wiederherstellung von Gespeichert, aber das macht sowieso. Ach, okay. Da ist Technologie und ich komme wetten nicht ran. Neue Technologie entdeckt. Drücken und den Winter. Kann ich fast machen. Ablenkungssteigerung. Theta. Okay. Schön. Und da hinten ist auch noch was. Das sieht nach außerirdischen. Das, ich bin ja mal gespannt, ob ich den Mond, ich denke mal, das ist der Mond, was ich da so finde. Vielleicht sollte ich da auch hinreisen, bevor ich hier mich zu Tode suche. Vergessen, woher man... Ah, das ist ein außerirdisches Artefakt. Schön. Die hat schon... Also, die haben schon echt... Klasse, Wahnsinn. Okay. Die alte Markierung summt in einer Frequenz, die sich tief in mein Inneres gräbt und mich mit den Stimmen der Korovax-Echos erfüllt. Aha. Wissen pflastert... Pflastert den Weg zum Verständnis der... Wahrscheinlichkeit. Der Atlas sprach in Fragmenten. Die Atlas-Schnittstellen sind ihre Schatten. Die Monolithen sind ihre verstreuten Kinder. Zusammen vermitteln sie die Weisheit der Unendlichen. Sie müssen verstanden werden.
mein Wissen über Konvergenz weg. Ich habe Korvax gelernt. Dankeschön. Da hinten ist auch noch was. Kohlenstoff, Kohlenstoff. Eisen. Und gleich Niesen. What is that? Kohlenstoff? Also Kohlenstoff mangelt es ja hier gar nicht, ne? Oh, könnte das Tatamium sein? Ach bitte, oder Turmalin, oder wie auch immer das heißt. Ah, super, Eisen will ich nicht. Komme ich da ran? Aber das wird doch bestimmt Eisen sein. Auf jeden Fall ein Fragezeichen. Ich sollte nicht zu weit jetzt vom Raumschiff. Weil es ist schon wieder so weit hier. Halt. Kohlenstoff. Kohlenstoff. Ja, also. Ärgerlich. Ah, da hört ja auch. Da hinten ist nochmal. Ah, wer bist du denn? Nee, das ist eine Pflanze. Ich habe doch ein Viech hier gerade gesehen. Ist weg. Da ist Tamium. Tamium. Ich habe Tamium gefunden. Und du wächst natürlich alleine. Ohne noch was. Ist klar. Zum Schluss finden wir Tamium an nur einer einzigen Pflanze. Konvergenz habe ich gelernt. Ah, schön. Okay, ich weiß jetzt endlich wieder, wie die Pflanze aussah und ich werde es so oft vergessen. Was stand da? 7 Minuten brauche ich dahin. Ich mache noch ein bisschen. Ja, ich weiß, ich übertreibe wieder. Oh, da ist Tamium. Bis ich nichts mehr auffangen kann, ne? Habe ich nicht vorhin... Ich habe doch vorhin noch was gesehen. Rennen wir mal weiter. Da ist noch ein Wrack. Mal sehen, was ich hier finde. Bauplan für Impulsdüse. Sigma bereits bekannt. Okay, gut. Ist egal. Aber ich war das echt nur über diese... Wow! Kohlenstoff, Kohlenstoff, Kohlenstoff und Eisen. Ich will aber Tamium, Plutonium, Aluminium.
Ist zwar schön hier, aber... Ah, ob ich das packe? Die Frage ist, wie groß ist die Höhle? Und, ja, also... Das ist der einzige Ausgang, wenn... Interessant hier, ne? Aber das machen wir in der nächsten Folge, würde ich sagen. Ich mache jetzt mal hier einen Schluss, einen Cut. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Also dann morgen, wenn alles klappt. Und bis dahin, ne, abonnieren, liken nicht vergessen. Und tschüss, bis dann, euer Bärchen. Bye, bye.